Peace Leute, Tobi hier. Heute wollte ich euch mal eine goldene Regel vorstellen, wie ihr euch euer Leben selber sehr vereinfachen könnt. Und ihr müsst einfach nur selber schauen. Und zwar geht es darum, back to the nature, einfach schauen, wie es die Natur macht. Die einfachsten Dinge liegen in der Natur. Ihr müsst nur beobachten und wirklich schauen, wie es funktioniert. Schaut euch zum Beispiel mal die Tiere an. Kein Tier kümmert sich um irgendwelche Mahlzeiten, hortet sein Essen. Gut, manche vielleicht die Eichhörnchen. Aber normalerweise, in der Bibel steht schon, seht die Vögel am Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht und sie leben doch. Und wenn man sich einfach einen Mensch anschaut, mit was für Problemen der Mensch ständig kämpft, oh, er muss sich ernähren, er muss dies und das machen. Kein Tier in der Natur muss sich so sehr ums Essen kümmern und alles Mögliche. Schaut einfach, die einfachen Dinge sind meist die besten. Einfach zurück zu den Wurzeln und wie es die Natur macht, ist meistens richtig. Ich habe noch nie ein Tier irgendwie mit einer Nährwerttabelle in der Hand durch den Wald laufen sehen. Warum soll es der Mensch machen? Als Krone der Schöpfung, höher als das Tier. Und dann sollten wir uns mehr um irgendwelche Sachen Gedanken machen müssen als ein Tier. Ich weiß es nicht. Ich habe gesehen, umso einfacher, umso mehr ich auf die Natur schaue, umso mehr ich daraus lerne, was ich für mich rausziehen kann, umso einfacher wird's. Umso weniger von diesen ganzen Glaubenssätzen, die fallen alle weg. Diese ganzen Glaubenssätze von Nährstoffen und so weiter. Es sind wirklich nur Theorien und diese Theorien, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, kommen in den meisten Fällen überhaupt nicht hin. Wozu brauche ich denn jeden, wie deckt denn die ganzen Wüstenvölker, die Jahrhunderte lang nur von Kamelmilch und Datteln leben, wie decken die denn ihre Nährstoffe, ihre ganzen verschiedenen Nährstoffe ab? Leute, schaut einfach in die Natur, wie es abläuft. Man kann viel mehr aus der Natur lernen. Das ist die einfachste Sache, die man machen kann. Die wollte ich euch heute nochmal kurz ans Herz legen und ja, es ist einfach so eine einfache Regel und ja. Ja, ich hoffe, ihr setzt es ein bisschen um und schaut da ein bisschen nach. Ja, die ganzen medizinischen Sachen haben mich nicht wirklich weitergebracht, haben mich nicht glücklich gemacht. Wenn es mich nicht glücklich macht, wenn es mir nichts für mein Leben bringt, fragt euch das immer, was bringt es für mein Leben? Wie bringt mich das weiter? Was für Nutzen ziehe ich daraus? Und macht es mich wirklich glücklich? Das ist eigentlich die einzige Frage, die ihr euch immer stellen solltet. Macht mich das glücklich, frei und unabhängig? Oder bindet mich das irgendwie und hält mich fest und ist mir eher wie ein Klotz am Bein und es zieht mich runter? Lebt einfach 100% das, was ihr fühlt und was euch Spaß macht. Das Gehirn wird da immer wieder sprechen, aber nach einer Zeit, ihr werdet sehen, die Dinge werden sich regeln. Ja.